Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ringvorlesung, Ausgabe Nummer 6. Es ist 18.15 Uhr, das heißt an einem Mittwochabend, es ist wieder Zeit für das Böse. Und wir haben auch heute wieder einen spannenden Vortrag für Sie hier vorbereitet, einen spannenden Vortragsredner eingeladen. Ich freue mich, dass wieder so viele den Weg zu uns gefunden haben. Das Böse scheint sich also weiterhin großen Interesse zu erfreuen und sich auch thematisch nicht abzunutzen. Das ist sehr schön. Wir wollen uns heute wieder einer interessanten Seite des Bösen widmen. Vielleicht dem Bösen, könnte man sagen, in seiner natürlichsten Form, nämlich in der Form von Infektionskrankheiten und den sie verursachenden Erregern. Und wir hätten uns dafür auch kein besseres Datum aussuchen können, es war natürlich Zufall, aber ich weiß nicht, wer es von Ihnen gelesen hat, heute ist der Weltmalaria-Tag. Ja, also es passt sozusagen thematisch wunderbar heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass uns ein lieber Freund und Kollege heute Abend hier wieder zugesagt hat, der selbst zu Malaria forscht, Professor Dr. Christian Schneider von der Fakultät Computer- und Biowissenschaften. Christian Schneider ist, anders als Sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder beim ersten Zuhören vermuten, kein Biologe. Und er ist auch kein Mediziner oder Pharmakologe, also etwas, was man typischerweise mit Forschern und Infektionskrankheiten assoziieren würde. Christian Schneider ist Mathematiker und wie das zusammenpasst, darauf wird er sicherlich in seinem Vortrag zu sprechen kommen. Lieber Christian, vielleicht kannst du dann auch gleich bei der Gelegenheit mit dem Vorurteil ausräumen, in der Mathematik würde es immer nur ums Rechnen gehen. Ja? Christian Schneider studierte Mathematik an der Universität Wien, promovierte dort auch, habilitierte, verbrachte 2 Jahre lang an der Arizona State University in den USA. Seit 2012 ist er hier in Mittweida tätig, hat die Professur für Modellbildung und Simulation. Und ja, lieber Christian, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen, vielen Dank, Herr Marius, für die netten Worte. Es freut mich ganz herzlich, hier zu Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind auf YouTube. Ich darf Sie begrüßen, alle An- und Abwesenden. An der Spitze unseren Prorektor, Professor Volker Tolkmit, und Mitglied des Hochschulrats, Professor Georg Kucker. Ich darf auch den Hausherrn, einen der beiden Hausherren, den Dekan der Medienfakultät, Michael Hösel, herzlich begrüßen und natürlich die Organisation, das Organisationsteam vom IKKS, der Hochschule Mittweida, und an seiner Spitze der geschätzte Kollege Professor Busse. Und ich darf auch noch die Hausherrin, jetzt habe ich sie gesehen, Professor Gudrun Ehlert, ganz herzlich begrüßen. Ja, es ist ein, glaube ich, sehr spannendes Format, das Böse. Wir kennen das aus der Literatur. Dazu gab es ja auch schon eine Vorlesung. Wir wissen, denken Sie nur an Dantes Inferno und wie viel spannender das ist als ein Paradiso, oder an Miltons Paradise Regained, das an Paradise Lost nicht anknüpfen kann, und aus der deutschen Literatur wissen wir nur zu gut, Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen. Das Thema Literatur hatten wir schon in einer vorgehenden Vorlesung abgehakt. Heute geht es um Infektionskrankheiten. Aha, jetzt sehe ich nur den die PDF hier am Laptop sich bewegen, aber oben tut sich nichts. Kann ich das auch irgendwo? Sie sehen, ich bin Techniker. Nein, das ist eine Folie zu viel, versuche ich nochmal zu tun. Hast du eine Lösung?
dran, das ist letzte Woche schon im Raum. Vielleicht können wir das synchronisieren. Das war's, ja? Ja, das ist erweiterter Desktop. Also erweiterter Desktop. Ja, so. Vielen, vielen Dank. Ja, die Technik, die kann einem schon einmal auch einen Strich durch die Rechnung machen. Aha. Oder zwei. Ja. Nein, es war nicht mein Prozess. Ja. Schauen Sie, wie lang es hält. Ja, nun, das wird ja wohl kein Virus sein. Wie gesagt, heute geht es um Killerviren. Das ist eigentlich ein breit gefasster Begriff für Infektionskrankheiten. Wenn Sie sich so ein bisschen erinnern, welche Säue dort durch die Dörfer getrieben wurden in den letzten Jahren, dann haben Sie vielleicht noch SARS in Erinnerung, Ebola, EHEC in Norddeutschland, die Schweinegrippe. Momentan haben wir Dengue-Fieber in Sri Lanka und Cholera in Jemen. Aber wie wichtig sind tatsächlich diese Krankheiten? Worum geht es heute? Es geht um Fragen wie, wie kann es passieren, dass wir plötzlich so schnell einen Impfstoff gegen Ebola entwickeln konnten? Wieso entsteht Antibiotikaresistenz? Wieso ist HIV nicht heilbar und wieso haben wir keine Impfung gegen Malaria? Nun, ich möchte beginnen mit einem Bild, das wir schon einmal sahen in dieser Reihe, und zwar Hieronymus Bosch, Garten der Lüste. Nun, also Kunst liegt ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich könnte das jetzt wie im letzten Vortrag interpretieren im Sinne des Exorzismus, aber das möchte ich alles nicht tun. Ich sehe das ja mit anderen Augen. Ich sehe darin ein populationsdynamisches Modell. Schauen wir uns an das erste Bild. Wir sehen einen Garten Eden. Ja, Adam hat gerade seine Freundin Eva bekommen. Ja, wir sehen eine jungfräuliche Population, nicht sehr dicht besiedelt, wenige Arten, ja, ein Schlaraffenland. Der Vermehrung sind keine Grenzen gesetzt. Nun, und sobald die Populationsdichte steigt mit der Vermehrung, steigt die Biomasse und es können Krankheiten entstehen und sich auch leichter übertragen. Das geht nicht, wenn man niemanden in seiner Umgebung hat. Ja, und die Rechnung bekommt man am nächsten Bild präsentiert. Ja, die Krankheiten haben zugeschlagen und die Bevölkerung dezimiert. Schauen wir uns das als Mathematiker sehe ich das als so ein Modell. Ja, wir modellieren die Menschenbevölkerung, denn die steigt an und mit ihr die Krankheitserreger. Naja, bis die Krankheitserreger so viele sind, dass sie die Population dezimieren, und das zyklisch so weiter. Wir sehen das in so einem sogenannten Phasendiagramm. Wir haben hier die Anzahl der Menschen und Erreger aufgezeichnet. Sie müssen nur den Pfeilen folgen. Sie sehen, der Mensch vermehrt sich und mit dieser Vermehrung auch die Erreger, die steigen, bis letztendlich endlich der Erreger so eine kritische Masse überschritten hat, dass er die Bevölkerung stark dezimiert. Ja, und dieser Kreislauf wiederholt sich. Vielleicht.
Es kann auch ganz anders kommen. Ich habe Ihnen nicht die Parameter verraten, mit denen wir das System initialisiert haben. Es kann auch sein, dass sich einfach ein Gleichgewicht einstellt über die Zeit. Ja, der Mensch arrangiert sich mit dem Erreger und die bleiben so in einem Gleichgewicht stehen. Es kann auch sein, dass der Erreger einfach ausstirbt. Na, die Population wächst munter weiter, der Menschen, die Erreger sterben aus. Ja? Wir können natürlich auch diese Zyklen haben, die auch ganz andere Dimensionen annehmen können. Oder wenn die Krankheit es zu arg meint, kann es passieren, ja, dass die Krankheit, also der Krankheitserreger sich so rasant vermehrt und die Bevölkerung so stark dezimiert, bis es plötzlich keine Bevölkerung mehr zum Infizieren gibt. Und das ist sozusagen die dümmste Strategie, denn das ist ja nichts anderes als Selbstkastration. Ja? Also man glaubt, man ist erfolgreich, ja? Es ist eine Blase und dann platzt die Blase und man ist selber weg vom Fenster. Krankheiten haben eine enorme Variation, eine enorme Vielfalt und das kennen Sie auch schon aus dem Fernsehen. Ja, denken Sie nur an Dr. McCoy von dieser fliegenden Untertasse. Der hat es also binnen 40 Minuten in der Regel geschafft, Captain Kirk von der Tröpfcheninfektion zu heilen, die sich von einer Aliendame zugezogen hat. Wenn Sie den Arnold Schwarzenegger, ja, Sie denken an diesen steirischen Bodybuilder, ne? Vor ein paar Jahren hatte der einen Film, einmal in eine Charakterrolle geschlüpft. Dort haben sie die Zombie-Epidemie in 2 Stunden nicht heilen können. Impfstoff weit in Sicht, ja, sie sind keine Millimeter weitergekommen. Nun, wo ich schon bei der Vielfalt der Krankheiten bin, man hat also eine dermaßen große Vielfalt, dass es ganz verschiedenste Unterscheidungskriterien gibt für Krankheiten. Also man unterscheidet nach Herkunft der Erreger, nach der Eintrittspforte, wie wird denn der Mensch überhaupt infiziert. Man unterscheidet, ist es eine direkte Übertragung, etwa durch Anhusten oder Tröpfcheninfektion, oder ist es etwas Indirektes, das man durch einen Überträger erst bekommt. Handelt es sich um eine horizontale Ansteckung, das heißt, so in einer Alterskohorte, oder wird das also vererbt, dann spricht man von der vertikalen Ansteckung, oder nach etiologischen Gesichtspunkten handelt es sich um Viren, Bakterien oder Parasiten. Und auf das mag ich also insbesondere heute eingehen. Was sind überhaupt Viren, Bakterien, Parasiten und was sind so die häufigsten Vertreter dieser Krankheit? Als erstes brauchen wir ein bisschen einen Hintergrund, und zwar möchte ich anfangen mit einem Crashkurs in Evolutionstheorie. Und zwar, wir sehen also irgendeine Bevölkerung von, stellen Sie sich Krankheitserregern vor, und was passiert? Die vermehren sich hier munter weiter und ab und zu passiert es und einer verändert sich. Da passiert irgendwo ein Abschreibfehler, eine zufällige Veränderung, und diese zufällige Veränderung bewirkt einen Vorteil. Na, und Vorteil heißt, es hat in der Regel mehr Nachkommen. Nun, was passiert dann? Ja, in der Regel nichts. Ja, in der Regel ist es unglücklich und kann sich gar nicht also genügend schnell vermehren. Und es ist also nach ein paar Generationen, wenn nicht schon nach einer, wieder weg. Aber manchmal kann es wirklich den Trumpf ausspielen und es vermehrt sich. Ja. Das ist letztendlich ein Zufallsprozess, der hier stattfindet. Und es vermehrt sich in der Regel stärker als die Artgenossen, die also nicht diese erhöhte Reproduktionsrate haben. Und was dann passiert ist, im Verhältnis wird sich diese neue Variante, wird die alte einfach verdrängen. Ja, und dieses Faktum hat Charles Darwin zu seiner Evolutionstheorie bewegt. Ja, wir haben exponentielles Wachstum von 2 Populationen, eins wächst schneller als die andere. Was passiert mit dem Verhältnis? Nun,
diejenigen, die sich, die positive Veränderung haben, wir sprechen von einer Mutante, die wird ansteigen in der Häufigkeit und der Wildtyp, also der ursprüngliche Typ, der stirbt langsam aus. Das ist also Evolutionstheorie und Evolution ist sehr zufällig, nicht nur das Überleben, das Anfängliche von veränderten Varianten, sondern Evolution an sich ist ein höchst zufälliger Prozess. Dazu ein einfaches Gedankenexperiment. Wir stellen uns vor, ein Protein der Länge 100 Aminosäuren, also das sind praktisch die Lego-Bausteine unserer Organismen. Ja, es gibt 20 bekannte Aminosäuren, die in der Natur vorkommen. Wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt, ein Protein dieser Länge 100 zu bauen? Ja, es sind 10 hoch 190 Möglichkeiten, verglichen mit in etwa 10 hoch 90 Protonen, die es im gesamten Universum gibt. Also wir haben eine Größenordnung 100 mehr an Faktor 100 mehr an Möglichkeiten als es überhaupt Protonen gibt im Universum. Das heißt, es kann in der Evolution gar nicht alles ausprobiert werden. Es handelt sich wirklich um einen äußerst zufälligen Prozess. Gut, nachdem wir das abgehakt haben, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar, wie wichtig waren denn überhaupt diese Infektionskrankheiten, die ich anfangs an die Tafel geworfen habe? Nun, ja, also es gab, es ist immer schlimm, ja, jeder Tod ist natürlich tragisch, aber schauen wir es uns mal an, SARS, ja, das Ende der Welt wurde von den Medien Anfang der 2000er schon prognostiziert, 780 Todesfälle. Ja, denken wir an Ebola, unter 12.000 Todesfälle, ja, denken wir an Schweinegrippe, knapp 19.000 Todesfälle. Schauen wir uns dagegen andere Epidemien an. Schauen wir uns an, was hat denn HIV und die verursachte Immunschwächekrankheit AIDS denn überhaupt für Todesopfer gefordert? Das sind 38 Millionen seit 1980. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Genauso vergleichen wir das mit der asiatischen Grippe. Binnen einem Jahr 2 Millionen Todesopfer. Hongkong-Grippe 1 Million in einem Jahr. Spanische Grippe ist überhaupt so der Vorreiter. 50 Millionen in 2 Jahren. Und die Pest im Mittelalter, der schwarze Tod, 25 Millionen Tote, hat also praktisch die Bevölkerung in Europa um ein Drittel bis um die Hälfte dezimiert damals. Ja, also ganz andere Größenordnungen. Und wie wichtig sind jetzt Infektionskrankheiten generell? Ja, man kann schon sagen, sehr wichtig. Ja, über ein Viertel aller Todesursachen sind Infektionskrankheiten zuzuschreiben. Ja? Und da gibt es ein paar so Spitzenreiter, und diese Spitzenreiter sind Atemwegserkrankungen aller Art, HIV und AIDS, Durchfallerkrankungen und dann Tuberkulose und Malaria. Wobei die Top 3 Erreger sind dann schon HIV, Tuberkulose und Malaria. Das sind also die Einzelerreger, die die meisten Todesopfer fordern. Bis jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen, ja, also die Krankheiten verbreiten sich, die vermehren sich mit Evolution, aber bisher haben wir überhaupt noch nicht darüber gesprochen, ja, wie ist es denn möglich, sich so fortzupflanzen. Ja, bisher war das Hokuspokus. Ja? Sie denken, ja, abgeleiteter Spruch, wahrhaftig aus dem Ritus in der Kirche, ja, hoc est enim corpus meum, spricht der Priester bei der Wandlung, ja, im Symbol Jesus hatte das Brot und Fische vermehrt am See Genezareth, wie die Bibelfesten unter ihnen wissen. Ja? Und das war also reine Magie. Was verstehen wir aber unter Fortpflanzung? Ja, dazu mag ich Sie auf ein Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich eine Bevölkerung von Robotern vor. Und diese Roboter haben zwei Zustände, lebend und tot. Ne? Und sie erwecken sich durch Einschalten zum Leben.
dann haben wir keine Fortpflanzung im eigentlichen Sinn. Ja, denn wir haben ja den Robotern irgendwo programmieren müssen. Ja, jetzt schaltet es euch ein. Das ist also nicht das, was wir wirklich verstehen wollen. Unter Fortpflanzung verstehen wir schon, dass man die Fähigkeit hat, sich selber die eigene Kopie in sich zu tragen. Ja, und da sind wir bei dem Problem aus dem Film The Incredible Shrinking Man. Ja, das geht natürlich nicht, dass wir in unseren Zellen kleine Kopien von uns haben, die dann die Zelle wieder aufbauen. Ja, und denn diese kleinen Kopien, die müssen ja dann wieder kleine Kopien in sich tragen und so. Also so kann es nicht funktionieren. Da muss irgendwann Schluss sein. Und jetzt werden Sie sich denken, das ist so kindisch. So kindisch ist das gar nicht, denn das Problem wurde tatsächlich erst in den 1940er Jahren gelöst. Und wie könnte es anders sein von einem Mathematiker? Ja, und zwar von dem österreich-ungarischen Mathematiker John von Neumann. Ihm ist es gelungen, auf Alan Turing, ja, das ist dieser Pionier der Informatik, der die Enigma geknackt hat und als Dankeschön dann von Großbritannien da zur chemischen Sterilisation verurteilt wurde. John von Neumann hat es geschafft, die theoretischen Erkenntnisse von Alan Turing aufzugreifen und damit ein Programm zu entwickeln, einen Organismus, der die Fähigkeit hat, sich selber zu replizieren. Und zwar, indem schrittweise transkribiert wird, also ein Teil von dem Bauplan immer übersetzt wird und dann ein Stück kopiert wird. Es ist die Abwechslung zwischen stückweise Kopieren und Übersetzen, die Fortpflanzung möglich macht. Und damit war theoretisch bewiesen, es geht. Ja, es ist kein Hokuspokus, es ist keine Magie. Das geht noch leichter. 1984 hat Langton eine Schleife entwickelt mit einem einen theoretischen Organismus mit nur 7 Zuständen, der es schafft, sich in 130 Schritten oder so oder 150 Schritten zu verdoppeln. Ne? Und damit war geklärt, es ist möglich, eigenständige Organismen zu haben, die nicht durch eine höhere Kraft angeleitet werden. Nun gut, 10 Jahre später, dann hat man auch herausgefunden, wie das in der Natur funktioniert. Und zwar ist es Watson und Crick gelungen, die Struktur der DNA zu entschlüsseln. Ja, das ist ein Artikel in der Fachzeitschrift Nature. Ich habe den mal ausgedruckt für Sie. Also das ist jetzt nichts Dickes, das ist eine Seite, die man da lesen muss. Und da haben sie beschrieben, wie die Struktur der DNA ausschauen muss. Und damit hat man verstanden, wie es für natürliche Organismen möglich ist, sich selber zu vermehren. Ja, das Rätsel des Organismus war also gelöst. Jetzt wissen wir, was ein Organismus ist. Damit können wir zum nächsten Thema gehen, zu Bakterien. Nun, was sind Bakterien, die entstanden? Gehen wir mal zurück. Ja. Wann ist denn die Erde überhaupt entstanden? Ja, das war so circa vor 460 Milliarden Jahren. 4,6 Millionen Jahren. Im ersten Präkambium, entstand die chemischen entstanden eigentlich die chemische Evolution, also chemische Grundbausteine bildeten sich aus. Ja, wir hatten das mit der Kollegin von der Biochemie unlängst in der Antrittsvorlesung auch gehört. Und im zweiten Präkambium dann entstanden organische Substanzen, unter anderem Einzeller. Das sind vor allem Bakterien. Bakterien bedeutet so viel wie Stäbchen, leitet sich davon ab, dass die ersten Bakterien, die man gefunden hat, also auch diese Form hatten. Es gibt noch andere Formen. Ja, das entwickelte sich das so in einem Zeitraum von 400 Millionen Jahren in etwa, also große Zeiträume, lange, lange Zeitraum, nicht einmal Margaret Thatcher war so lange im Amt. Und Bakterien sind ganz einfache Organismen, die das Erbgut praktisch in der Zelle so zusammengequirtelt irgendwo schwimmen haben und die sind fähig zur Selbstverwirklichung.
Replikation. Ja, wie viel Erbinformation es in einem Bakterium enthalten ist, ist sehr unterschiedlich. Das kann irgendetwas sein zwischen 160.000 Basenpaaren, ja, in Casonella rudii, das ist so das kleinste, bekannteste Bakteriumgenom, ja, bei E. coli, ja, wenn Sie Ihre Kinder bei IKEA zu den Bällen da werfen, ja, dann kommen die also mit mehr E. coli auf sich raus, als sie reingegangen sind, ja. Ja, das in etwa, also ein bisschen unter 5 Millionen Basenpaaren. Ja, und die mutieren auch sehr stark. Mutationsraten von Bakterien sind in etwa 10 hoch minus 5 bis 10 hoch minus 6 Mutationen pro Generation pro Basenpaar. Das heißt, sie nehmen sich irgendeine Position in der DNA und unter, in der Regel unter 100.000 Nachkommen wird eins genau da eine Veränderung aufweisen, ja, einen Abschreibfehler. Gut, das zu den Mutationen, ein bisschen was zum Merken, zum Angeben für den Wirtshaustisch. Ja, wir haben in etwa 10 hoch 14 Bakterien auf und in uns. Das ist eine große Anzahl, wenn man vergleicht, dass der Mensch eigentlich nur so aus 10 hoch 13 Zellen besteht. Also wir haben 10-mal mehr Bakterien auf und in uns, als wir eigentlich selber aus Zellen bestehen. Man kann uns also als Symbiont bezeichnen. Wir haben also 10 hoch 10 Bakterien alleine im Mund. Wir haben auch sogar in der Lunge Bakterien. Das war also vor 10 Jahren in etwa eine ganz große Erkenntnis. Man hat immer gedacht, die Lunge ist frei von Bakterien. Die ist steril. Aber auch dem ist nicht so. Man ist also mit besseren molekularbiologischen Techniken draufgekommen. Ja, also nein, auch im Mund, in der Lunge gibt es in etwa 130 Arten von Bakterien. Und allein im Darm haben wir über 400 Bakterienarten. Gut, kommen wir zum wichtigsten Bakterium vielleicht für die Menschheit, und zwar die Pest. Ja? Lateinisches Wort, Pest ist für Seuche. Die Pest ist ein Bakterium, ja, heißt da Yersinia pestis, ist sehr verwandt mit einem anderen Bakterium, Yersinia pseudotuberculosis, ja, sehr, sehr verwandt. Nur ist die Pest sehr gefährlich für den Menschen, das andere völlig harmlos. Die Pest an sich entstand vor etwa 2.000 bis 3.000 Jahren. Wir sehen hier so eine Fluoreszenzmikroskopaufnahme von einem Pesterreger. Es wird übertragen durch den Biss von Flöhen. Die dienen als Zwischenwirt für den Erreger, und das verursacht die übliche Beulenpest, ja, da schwillen die Lymphknoten ganz grässig an, so Tennisball groß, ja, ganz, ganz scheußlich, also die schwillen ganz anders an als bei so einer eitrigen Angina. Durch Tröpfcheninfektionen ist es auch übertragbar, da bekommt man aber dann eher so die Lungenpest. Unbehandelt ist die Pest eben fast immer tödlich. Das ist schwierig, man muss sie auch sehr frühzeitig behandeln, und sie ist also bei weitem nicht ausgestorben. Also 2016 in Madagaskar gab es wieder so in etwa 600 Pesttote, also die ist noch nicht weg vom Tisch. Vielleicht noch ein bisschen was anderes, was man wissen muss. Ja. Die Pest an sich gilt von der WHO als einer der 12 gefährlichsten biologischen Kampfstoffe. Eine große Epidemie war der sogenannte Schwarze Tod, 1346 bis 1573, also innerhalb von 7 Jahren 25 Millionen Todesopfer oder ein Drittel der europäischen Bevölkerung in etwa dezimiert. Auch ein bisschen spät, aber das habe ich auf die Wand werfen müssen. Ja. Sie erkennen ihn, Friedrich von der Pfalz, in seinen Insignien, seinem Kurfürstenmantel und der böhmischen Wenzelskrone. Ja. Sie wissen, das war ein Streitthema für den 30-jährigen Krieg. Auch er ist an der Pest gestorben. Ja. Wenn Sie das interessiert, empfehle ich Ihnen den Roman Till von Daniel Kehlmann. Da beschreibt er das also sehr lebendig. Den können Sie überall kaufen. Ja. Bahnhof in Chemnitz, wenn Sie vorbeikommen, habe ich ihn unlängst auch gesehen. Ja.
Kaufen Sie lokal, kaufen Sie regional. Es gab auch eine noch schlimmere Pestepidemie, und das ist auch eigentlich seit ein paar Jahren erst bekannt, und zwar die Justinianische Pest, die das Weströmische Reich ausgelöscht hat. Man hätte eigentlich, Europa könnte ganz anders ausschauen jetzt. Und zwar hat es damals, Ende Weströmisches Reich unter Kaiser Justinian, ja, so 527 bis 565 insgesamt 100 Millionen Todesopfer gegeben. Man hat immer bisher angenommen, das ist ein ganz anderer Erreger. Die Pest ist erst aus China irgendwann eingeschleppt worden, viel später mit Ratten auf Schiffen. Das stimmt aber nicht. Man hat also aus Knochenfunden noch Bakterienerbgut extrahieren können und nachweisen können, also dass diese Justinianische Pest tatsächlich dieser Pesterreger war. Ja, und Pest ist auch viel in der Kultur verankert. Ja. Ich habe Ihnen ein Bild aus meiner Heimatstadt, aus Wien, gezeigt. Dort sind an jedem Eck Pestsäulen. Ja. Man hat Gott gedankt, nachdem man den Tod, den Schwarzen, Herr geworden ist. Gut, die wichtigste bakterielle Infektion ist die Tuberkulose heutzutage. Hier sehen wir ein Bild, wie die Erreger ausschauen. Ein ganz bekanntes Opfer, Wolfgang Amadeus Mozart. Oder wenn Sie denken, ja, wenn Sie Opernliebhaber sind, denken Sie an Verdis La Traviata. Die Violetta ist ja auch an der Tuberkulose gestorben, ganz tragisch. Jeder von Ihnen kennt La Traviata. Ja, das war die Oper, wo Richard Gere da Julia Roberts da in Pretty Woman ausgeführt hat. Schauen wir uns das an. Tuberkulose ist im Gegensatz zur Pest eine direkt übertragene Krankheit, also eine Tröpfcheninfektion. Das macht es noch einmal wesentlich gefährlich oder leichter, die Ansteckung. Wir haben in etwa 1,4 Millionen Todesfälle pro Jahr. Wir hatten allein in Deutschland fast 600 Tuberkulosefälle 2016, das sind also die neuesten Daten, die ich hatte. In Deutschland ist Tuberkulose Quarantäne- und meldepflichtig und muss also mit Antibiotika behandelt werden. Und zwar müssen die über einen sehr, sehr langen Zeitraum, über 6 Monate eingenommen werden, weil man hier so Angst hat vor Resistenzen. Ja, und Tuberkulose ist auch die häufigste Todesursache von HIV-Infizierten, vor allem in Afrika. Ja, wir hatten jetzt schon das Problem Antibiotika und Resistenz besprochen. Was sind denn Antibiotika? Ja, also den Bakterieninfektionen konnte man so mit der Entdeckung von Penicillin Herr werden. Wir hatten das überhaupt entdeckt. Ja? Eigentlich war es der berühmte Chirurg Theodor Billroth um 1880 hat nachweislich das Penicillin schon entdeckt. Sie sehen ihn hier, und dieses Bild habe ich Ihnen an die Wand werfen müssen. Sehen Sie sich nur an, ja, der Meister operiert. Schauen Sie sich nur diese Studenten an, ja, wie aufmerksam die hier dieser Vorlesung folgen. Ja. Also das Smartphone gab es damals noch keines. Ja, und schauen Sie, also Sie merken auch, man trug schon weiße Kitteln, aber noch immer keine Mundschutz und Handschuhe, die kamen erst später dazu. Und vielleicht ist ja auch jemand vom Staatsministerium da, schauen Sie sich an, das war die goldene Zeit der Wissenschaft. Damals waren die Universitäten noch ordentlich grundfinanziert. Der Meister hat 7 Assistenten plus einen, der das Foto aufgenommen hat. Ja. Also da kann man schon große Forschung machen. Und auch derjenige, der als eigentlicher Entdecker gilt, Alexander Fleming, ein Brite, ja, dessen Schreibtisch schaut nicht so aus, als wäre er den ganzen Tag mit akademischer Selbstverwaltung beschäftigt gewesen. Gut, kommen wir jetzt dazu. Jetzt haben wir Antibiotika. Was passiert denn? Wissen wir, ja,
Mutationen passieren, also ganz häufig bei Bakterien. Wir hatten ja die Mutationsraten von 10 hoch minus 15 etwa. Ja, und meistens bedeuten die Mutationen gar nichts Gutes. Ne? Wir haben also eine ganz glückliche Bakterienpopulation. Eins ändert sich, ja, das wird ein bisschen antibiotikaresistent, penicillinresistent beispielsweise. Ja, was passiert denn eigentlich? Für diese Resistenz zahlt es einen Preis. Ja, nichts ist gratis. Ja, nicht einmal der Tod ist gratis, auch den müssen Sie mit dem Leben bezahlen. Es wird in der Regel überlebt, vielleicht ein bisschen, ja, aber die Kosten, die es zahlt, es kann sich eigentlich nicht so gut vermehren. Ja, in der Regel wird es relativ schnell aussterben und es verbreiten sich nur munter die normalen Bakterientypen weiter. Es ändert sich allerdings, wenn Sie jetzt anfangen, Patienten mit Penicillin zu behandeln. Jetzt ändern sich nämlich, jetzt werden die Karten neu gemischt. Plötzlich ist dieser Nachteil ein Vorteil. Ja? Es zahlt sich aus, antibiotikaresistent zu sein, wenn man mit Antibiotikern beschossen wird. Und diese Erreger können sich also mehr und mehr ausbreiten. Ja, die Antibiotika wirken, die dezimieren eine Infektion. Man kann auch immer ein bisschen weiter übertragen, aber es wird immer wahrscheinlicher, dass man einen resistenten Erreger überträgt. Ja? Ja, und man behandelt so lange weiter, bis das Immunsystem selber mit der Krankheit fertig wird. Im besten Fall. Jetzt kann man natürlich unvernünftig sein und sagen, naja, man nimmt die Antibiotika nicht zu Ende oder so, kuriert es nicht vollständig aus, ja, und das Immunsystem schafft es eben nicht, damit umzugehen. Ja, dann fangen die an, sich exponentiell weiter zu vermehren, wieder auszudehnen, zu verbreiten. Ja, dann können wir natürlich wieder behandeln mit Antibiotika. In der Regel machen die, wirken die noch. Ja, sie wirken nur ein bisschen schlechter. Ja, und es verbreiten sich immer mehr diese resistenten Stämme. Na, und jetzt wiederholt sich, wenn es nur noch Resistente gibt, dann wiederholt sich das Spiel wieder, dann gibt es einen, der wird noch ein Stückchen mehr resistent. Ja. Und das Spiel wiederholt sich so lange, bis es nur noch Erreger gibt, die gegen alle Antibiotika eben immun geworden sind. Ja. Anderes ganz wichtiges Mechanismus zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionskrankheiten sind Impfstoffe. Und gegen Bakterien, weil das eben einfache Organismen sind, also die sind ja unintelligent, die tun, wollen uns auch gar nichts Böses, die sind ja nicht vernunftbegabt oder so, die vermehren sich einfach nur exponentiell, mehr machen die auch nicht. Deshalb ist es also auch ganz gut möglich, unser Immunsystem zu trainieren, uns zu immunisieren, es so zu stärken, dass wenn wir befallen werden, uns dagegen wehren können. Und da haben wir also gegen viele bakterielle Krankheiten Impfstoffe entwickelt. Ja. Denken Sie nur gegen Polio, ja, beispielsweise die Kinderlähmung. Ja. Ich habe Ihnen da Franklin D. Roosevelt, ja, den längst gedienten amerikanischen Präsidenten, an die Tafel geworfen. Ja, der war ein ganz bekanntes Polio-Opfer. Ja, das hat ihn in den Rollstuhl gebracht. Ja, gegen Polio ist also eine Impfung, ja, da kann man das Immunsystem sogar sehr gut trainieren. Ja, da reicht in der Regel eine Impfung, ja, vielleicht mal eine Auffrischung. Ja. Bei anderen Impfstoffen muss man regelmäßiger nachimpfen. Ja. So etwas wie Pertussis, ja, das ist der Keuchhusten, ja, Masern, Mumpf. Pertussis muss man alle 10 Jahre auffrischen, Masern, Mumps reicht einmal im Leben in der Regel auf, wenn man es nicht mehr genau weiß, kann man ruhig einmal auffrischen. Andere Dinge wie ein Impfstoff gegen Pest, auch die gibt es, da kann man sehr schlecht immunisieren. Ja, da kann man das Immunsystem ganz, ganz, ganz schlecht trainieren und zweitens muss man auch regelmäßig, also alle 4 bis 6 Wochen wieder auffrischen. Also deshalb wird das Pestimpfstoff ist auch in Deutschland gar nicht verfügbar deshalb. Ja. Tuberkulose ist ähnlich etwas. Ja. Das ist auch ein Impfstoff, wo man eigentlich nicht sehr gut immunisieren kann. Also es hängt auch so ein bisschen von den Bakterientypen ab, wie gut das klappt. Aber in der Regel kann man Impfstoffe entwickeln. Gehen wir zum nächsten Thema, gehen wir zum Kapitel Viren. Ja, darum habe ich Ihnen das Ganze erzählt mit Organismen. Viren sind nämlich keine Organismen. Viren sind nämlich, denen fehlt die wesentliche Fähigkeit des Organismus, nämlich es sich, die Fähigkeit, sich selber zu vermehren. Ja, Viren brauchen Wirtszellen.
Sie brauchen immer eine andere Zelle, die das für Sie übernimmt. Also ein Virus ist grob gesagt eine Hülle mit ein bisschen einer Erbinformation und ja, die nutzen andere Zellen und die Mechanismen der anderen Zellen übernehmen die Replikation für Sie. Bei Viren ist es deshalb auch völlig unklar, wie die entstanden sind. Also man kann davon ausgehen, dass sie nach Bakterien erst entstanden sind. Also nicht, dass man denkt, na, Viren sind ja viel einfacher aufgebaut, deshalb müssen die auch früher entstanden sein. Das ist nicht so. Also man kann davon ausgehen, dass praktisch Viren irgendwelche Derivate von Einzellern waren, die das vielleicht zum Austausch von Erbinformationen und so verwendet haben. Ja, Viren sind gekennzeichnet vor allem durch wahnsinnig hohe Mutationsraten. Weil sie so einfache Organismen sind, haben sie auch keine Möglichkeit zur Selbstkorrektur. Bakterien haben das schon. Die schauen, obwohl die schon relativ viel schon mutieren, schauen die auch, haben die auch Mechanismen ausgebildet, die darauf achten, dass da also nicht so viele Abschreibfehler passieren. Ja? Aber bei Viren ist es also praktisch so, wie wenn sie ihr erstes Französisch-Diktat schreiben. Das ist auch voll von Fehlern. Viren sind also hochmutierende Organismen. Genau das ist das Problem bei der Bekämpfung, bei der Immunisierung. Wir nehmen eine Population von Viren, ja, und die mutieren so ein bisschen, ja, und jetzt da investieren wir jede Menge Geld und entwickeln Impfstoffe dagegen. Das geht auch gut. Viren sind relativ einfache Lebensformen, gegen gewisse Typen von Viren kann man gut immunisieren, ja, und so, dann ist die Grippewelle vorbei und ja, die Bevölkerung der Viren schrumpft ein bisschen und es ändert sich zufällig das Verhältnis von den unterschiedlichen Virenstämmen, ja, und wenn man so ein bisschen Pech hat, ja, haben die Wissenschaftler sich hier sind im Bild die grünen Erreger ausgesucht, ja, aber die gibt es dann gar nicht mehr, wenn der Impfstoff tatsächlich eingesetzt wird. Ja. Und man impft und es nützt nichts. Ja. Das haben wir erlebt bei der Grippewelle dieses Jahr. Da hat halb Deutschland lahmgelegt, da hat auch die Hochschulverwaltung hier lahmgelegt, nicht zur Gänze. Und das ist ein Problem. Die Viren evolvieren oft zu schnell, dass man Impfstoffe immer gleich entwickeln kann oder den richtigen Impfstoff entwickeln konnte. Dann haben wir noch ein anderes Problem bei Viren. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Virus und wir investieren jetzt viel Geld, entwickeln einen Impfstoff und der Impfstoff ist so gut, dass er dann plötzlich die Bevölkerung, den Virus, also schneller mal auslöscht. So nach ein paar Impfzyklen ist es aus, dann gibt es den Erreger nicht mehr. Ja, rechnet sich denn das überhaupt für den Pharmakonzern? Naja, das ist ein Problem. Bei der Grippe geht es ja ganz gut, also das ist wiederkehrend, also so allgegenwärtig, ja, da kann man jedes Jahr einen Impfstoff entwickeln. Bei Ebola beispielsweise war das anders. Ebola ist seit 1977 in etwa bekannt. Ganz, ganz schlimme Krankheit, die oft zum Tod führt. Da ist es nie gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln. Plötzlich war die Epidemie da und binnen einem Jahr hat man einen Impfstoff gehabt. Also wieso geht es plötzlich so schnell? Ja, weil man genug auch staatlich gefördert hat. Wenn Sie diese ökonomischen Argumente interessieren, empfehle ich Ihnen als Lektüre Milton Friedman, Capitalism and Freedom. Der beschreibt solche Gedanken sehr gut. Wann muss also staatlich eingegriffen werden und gefordert werden und wann muss man den Markt sich selbst überlassen? Gut, gehen wir weiter zu sogenannten Retroviren. Das ist also eine besonders heimtückische Art der Viren. Das sind welche, die eigentlich ihre Erbinformation in die Erbinformation der Wirtszelle implantieren und damit Bestandteil des Wirtsorganismus sein. Ja? So Retroviren sind allgegenwärtig in Wirbeltieren. Ja? Da gibt es genug. Der bekannteste für uns Menschen ist HIV, ne? Human Immunodeficiency Virus, der sich in die Zellen, in die DNA von uns einbaut und damit mit jeder Zellreplikation selber
repliziert und weitere Zellen infiziert. Also die Strategie geht auf. Ja, natürlich meint dieses Ding nicht böse, das kann ja gar nicht denken. Ja, überhaupt sind ja diese Erreger nicht vernunftbegabt. Ja, wie hat, da empfehle ich Ihnen aus dem Buch How to Get Rich von Donald Trump Kapitel Animals kill to survive, humans kill for fun. Ja, die wollen sich einfach nur vermehren, ja, nichts weiter. Und dadurch, dass sie im Genom sind, also gehen wir zurück in die Langtons Loop, das wäre also praktisch so, als würden sie sich einpflanzen und neue Zustände erfinden, die es vorher nicht gegeben haben. Das Virus verändert den Bauplan. Ja? Das ist das Heimtückische und repliziert sich gleichzeitig mit. Das ist das Heimtückische an Retroviren. Ja? Nehmen wir also HIV her. HIV hat circa 35 Millionen Infizierte weltweit, ja, ist also recht weit verbreitet. Es gibt zwei große Stämme, HIV-1 und HIV-2. Überhaupt sind die Viren relativ unterschiedlich breiten sich auch in ganz unterschiedlichen Communities. Also da gibt es ganz gute Studien, auch aus Zürich ist es gut studiert. Ne? Da gibt es im Wesentlichen drei große Stämme. Einer verbreitet sich da unter den Rauschgiftsüchtigen, einer in der homosexuellen Szene und einer unter dem Hausfrauenstrich. Man hat noch immer keinen Impfstoff, keine Heilung für HIV, eben weil Retroviren so heimtückisch sind, weil die ja Bestandteil von uns war. Man hat aber durchaus mit verschiedenen Strategien Wirkstoffe entwickeln können, die den Virus im Körper dezimieren bzw. befallene Zellen zerstören. Und dadurch ist seit den späten 90er Jahren die Anzahl der Todes, der Infektionen stark zurückgegangen. Man verringert das Infektionsrisiko und auch durch die besseren Wirkstoffe ist die Anzahl der Todesfälle vor allem seit 2005 stark gesunken. Dann vor allem in Afrika angefangen, antiretrovirale Medikamente mehr und mehr in der Entwicklungshilfe zu verbreiten. Ja, also Medikamente wären besser. Natürlich hat man auch mit HIV Probleme der Resistenzen und zwar innerhalb von einer Infektion. Also sie werden infiziert, ja, sie kriegen Medikamente, ja, sie leben eigentlich ganz glücklich weiter, sie haben eine normale, völlig normale Lebenserwartung, wenn die Medikamente gut wirken. Aber ab und zu mutieren bei ihnen die Viren. Viren mutieren sehr schnell und dann werden die plötzlich resistent gegen die Medikamente. Gleiche Geschichte, die wir vorhin hatten. Und dann schlagen die Behandlungen bei ihnen fehl. Das Gute zumindest ist, also das Glück im Unglück ist, dass sich Resistenzen nicht übertragen in der Regel. HIV wird in der Regel dann übertragen, wenn es noch nicht diagnostiziert wurde. Ja, wenn man weiß, man hat es, passt man besser auf. Das heißt, die Resistenzen entstehen erst nach der Diagnose, nachdem man behandelt wird, also verbreiten sie sich in der Regel nicht unterhalb von Menschen. Ein anderes Beispiel möchte ich Ihnen auch noch nennen von Viren, ja, aus Australien. Australien ist ja da der Kontinent der misslungenen, missglückten ökologischen Experimente. Wir hatten eine Kaninchenplage. Ja. Der Mathematiker freut sich besonders, wenn er so etwas sieht. Die denken sofort an die Fibonacci-Zahlen. Ja. Hasen in einem Schlaraffenland, ja, in einem Garten Eden, vermehren sich ungehindert in Australien ohne natürliche Feinde. Die sind schnell einmal zur Plage geworden. Ja. So wie dritte Referenz auf Raumschiff Enterprise, wie diese Triplets in dieser einen Folge, diese Pelztiere da. Die bellen, wenn die Klingonen sich nähern. Dieser Kaninchenplage wurde man Herr mit biologischen Waffen. Und zwar hat man gedacht, ja, wir infizieren die einfach mal mit einem Virus, ja, und machen die alle tot. Und das hat man auch gemacht. Ja. Man hat sie also infiziert und das hat auch die Bevölkerung ein bisschen dezimiert. Aber ja,
auch Viren entwickeln sich. Also das ist auch nicht so gut, wenn ein Virus zu aggressiv ist. Dann infiziert jemanden, das Opfer legt sich hin und stirbt und hat keine Kontakte mit dem anderen mehr. Das hat ja überhaupt keine Gelegenheit, den Virus weiter zu verbreiten. Was passiert ist, ein paar Viren werden zufällig weniger aggressiv. Die sind nicht solche Hautdegen. Ja, und ja, die haben dann fahren die bessere Strategie, weil die machen das Opfer nicht gleich tot und das steckt andere damit an. Und so passierte das auch in Australien, dass binnen weniger Jahre das Virus weniger aggressiv wurde und die Kaninchen resistent gegen den Virus. Kommen wir zur dritten großen Gattung und zum heutigen Tag, zum Weltmalaria-Tag, zu Parasiten. Ja, das ist eigentlich so das, was ich hier, womit ich mich hier beschäftige, von der mathematischen Seite. Also wenn Sie jetzt Bakterien mit einem Virus, mit einem Parasiten vergleichen, ist das so, als vergleichen Sie einen Trabi mit einer S-Klasse. Ein Bakterium war ein einfach gestrickte Einzeller, ein Parasit mag auch ein Einzeller sein, aber die besitzen schon einen Zellkern und eine sehr hoch differenzierte Zelle. Die haben also Organe praktisch in der Zelle. Die sind also sehr hoch entwickelt verglichen mit einem Bakterium und sind dazu auch in der Lage, ganz andere Dinge zu machen. Kommen wir also, nehmen wir das Beispiel Malaria heraus. Ja, Malaria befällt alle möglichen, ja, Reptilien, Vögel, alle Arten von Säugetiere. Ja, der Überträger ist immer die Anopheles-Mücke. Das war damals eine Sensation, dass man das entdeckt hat. Dafür hat es einen Medizin-Nobelpreis gegeben für Ronald Ross. Das war der Entdecker. Der hat auch damals das erste epidemiologische Modell aufgestellt. Das hat damals niemand verstanden. Der ist für verrückt erklärt worden. Von den Fachkollegen damals. Ja, Malaria gefährdet ca. 40% der Weltbevölkerung, ca. 2 Millionen Infektionen pro Jahr und 1 bis 3 Millionen Todesfälle. Ja. Also ganz, ganz gefährliche Infektionskrankheit, hat einen sehr komplizierten Übertragungszyklus. Ich darf Ihnen den kurz skizzieren. Wir nehmen also, gehen aus von einer weiblichen Anopheles-Mücke, die ist infiziert mit dem Erreger, die beißt, nimmt ihre Blutmahlzeit an einem Menschen und injiziert ein paar Parasiten, eine Handvoll, mit ihrem Speichel in den menschlichen Körper. Da gelangen die dann in die Blutbahn, irgendwann in die Leber und dort differenzieren die dann aus. Ja, die haben so ein paar Metamorphosestadien und werden dann schlussendlich in die Blutbahn gelangen, wo sie sich an rote Blutplättchen anhaften, dort einwandern und sich in den roten Blutplättchen vermehren, ja, so 30-fach, bis dann die roten Blutplättchen aufplatzen und den Jungen rausgelassen wird. So ein bisschen, falls Sie den Film gesehen haben, Indiana Jones, Tempel des Todes, ja, so ein bisschen wie diese Schlange, die dort aufgetischt wurde. Ja. Und ja, dort vermehren sie sich. Ein paar von den Parasiten bekommen sogar ein Geschlecht. Ja, zuerst haben sie nur so wie Bakterien, einfach nur repliziert. Ja, jetzt bekommen ein paar, wir werden männlich und weiblich. Und wenn dann eine Mücke wieder beißt und solche geschlechtlichen Parasiten aufgreift, vermehren die sich sexuell, dann paaren die sich, dann haben sie einen Liebesakt. Der Malaria wird also praktisch im Darm der Anopheles-Mücke vollzogen und also der Anopheles-Darm ist praktisch der Gebärmutterhals der Malaria. Von dort entstehen dann die neuen Jungen, die Nachkommen, die wandern in die Speicheldrüsen und von dort sind die wieder in der Lage, also neue Opfer zu infizieren. Ja? Jetzt ein bisschen, wie viele so Parasiten hat man im Körper? Eine ganze Menge. Zunächst einmal ein Diagramm. Wir haben in etwa 25, also der Mensch besteht vor allem aus roten Blutkörperchen. Ja, das ist also, sehen Sie auf diesem Diagramm, das ist also die große Mehrzahl. Wir haben 25 Billionen rote Blutplättchen in der Infektion. Ja, wir haben also verglichen damit ganz wenig Fettzellen, ja, wobei Fettzellen viel mehr wiegen als rote Blutplättchen. Ja, Muskelzellen haben wir noch weniger, die wiegen in der Regel noch mehr.
Und unter diesen 25 Billionen Blutblättchen, auf die kommen dann bei so einer satten Malaria-Infektion in etwa 10 hoch 11 bis 10 hoch 12, also 100 bis 1000 Milliarden Parasiten. Ja? Also das ist eine ganze Menge, die sie da so im Blut haben. Ja? Also das ist schon so ziemlich die gleiche Größenordnung. Da haben wir 25 Mal mehr rote Blutblättchen, aber jede Menge Parasiten in sich. Ja? Wie wird Malaria bekämpft? Ne? Einerseits ist die Vektorkontrolle wichtig in der Malaria. Man versucht möglichst also durch Insektizideinsatz zu schlafen unter Bettnetzen, einmal die Übertragung von der Mücke auf den Menschen zu unterbinden. Ja, da hat man dann jede Menge Probleme, aber die Mücken werden dann ja auch resistent gegen die Insektizide, ja, und dann nutzt das Ganze wieder nichts. Eine Immunisierung ist sehr schwierig. Ja. Es gibt seit einem Jahr die erste Malaria-Impfung. Das ist also ganz, ganz schwer, bei einem Parasiten einen Impfstoff zu entwickeln, denn die sind ja so hochdifferenzierte Lebewesen. Sie haben ja gesehen, schon einmal Übertragungszyklus, wozu die in der Lage sind. Ja. Die replizieren sich nicht einfach nur so blödsinnig daher, sondern die machen das also elegant. Und die schaffen es also, unter unserem Immunsystem durchzutauchen. Damit ist es also ganz schwer zu immunisieren, weil sie sich so vorbeischleichen. In den letzten Jahren, ja, es ist schade, das am Weltmalariatag sagen zu müssen, gibt es auch Rückschritte in der Malariabekämpfung. Gerade im letzten Jahr hat es also in vielen afrikanischen Ländern unterhalb der Sahara so ein paar Rückschläge zu verbuchen gehabt. Nach wie vor ist die medikamentöse Behandlung bei der Malaria unverzichtbar. Man hat ganz massive Probleme mit Resistenzen. Ja, so das klassische Medikament vielleicht der Malaria war das Quinin. Ja, das kennt man in den britischen Kolonien, das kennt man das im Tonicwasser drinnen. Ja, in den britischen Kolonien hat man das ein bisschen aufgepeppt, indem man dann noch einen Schuss Gin gemixt hat, damit das nicht so schlecht schmeckt. Ja, heute ist es populär. Das wurde eigentlich entdeckt von Jesuiten und ein bekanntes Malaria-Opfer war auch Oliver Cromwell, wenn Sie sich erinnern. Das war dieser Mensch, der mit seiner puritanischen Gang da diese feuchte Insel zur spaßfreien Zone erklärt haben, hat. Wenn Sie sich vielleicht erinnern an die Oper auch Il Puritana davon von Bellini, ja. Der hat die Behandlung mit Quinin, mit dem, damals hat er noch Jesuitenpulver geheißen, verweigert. Denn er hat natürlich der Protestant Cromwell hat natürlich notwendigerweise in der Erfindung der Jesuiten das Werk des Teufels sehen müssen und hat also das Quinin als Teufelspulver bezeichnet und sich also der Behandlung verweigert. Na, ist daran auch gestorben letztendlich. Naja. Anderes bekanntes Beispiel, bekanntes Opfer war George Washington, ja, erster amerikanische Präsident, hat auch sein Leben lang unter Malaria-Rückfällen gelitten. Heutzutage gibt es, wie gesagt, gegen manche Malaria-Erreger massive Medikamentenresistenzen. Und es gibt eigentlich nur noch einen High-End-Wirkstoff, das ist Artemisinin. Für die Entdeckung gab es 2015 den Medizinnobelpreis, obwohl dieser Wirkstoff schon im antiken China vor 2000 Jahren bekannt war eigentlich. Momentan ist es ein ganz massives Problem in Südostasien, dass immer stärkere Resistenzen auch gegen Artemisinin entstehen. Also da hat man also schon wirklich mit Problemen zu kämpfen. Das ist so ein bisschen ein Teil meiner Forschung. Ja. Schaue mir das hier an der Hochschule von der mathematischen Seite an und entwickle da Prognosemodelle, wie sich so Resistenzen verbreiten. Ja, das tue ich auch unter anderem in Afrika.
Und mit dieser Folie möchte ich auch schon schließen. Das war letztes Jahr in Kamerun ein Workshop organisiert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo das Thema war, mit Mathematik gegen Malaria vorzugehen. Ja, und das haben wir jetzt also auch zu einem Folgeprojekt ausweiten können, das wir da in den nächsten Jahren hier an der Hochschule haben. Also mit Wider Goes Malaria, mit Wider Goes Africa. In diesem Sinne möchte ich schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie finden für diesen Vortrag nettere Worte als George W. Bush für Donald Trump nach dessen Amtsantrittsrede. Vielen, vielen Dank. Jetzt. Ja, Christian, vielen Dank für den gleichermaßen heiteren wie informativen Vortrag. Wir kommen jetzt wieder zu dem Teil, wo Ihnen Gelegenheit gegeben wird, Fragen zu stellen an unseren Referenten. Wir könnten es heute auch Malaria-Sprechstunde bei Dr. Schneider nennen. Gibt es Fragen Ihrerseits? Ich habe eine Frage bezüglich des damaligen EHEC-Virus. Damals wurden ja Gurken mit EHEC einfach weggeschmissen und man hat sie ja sehr günstig bekommen. Die Frage wäre für mich als Verbraucher, wäre es sinnvoll gewesen, damals mir Gurken zu essen oder das Risiko nicht einzugehen? Also wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ich an den EHEC-Virus erkrankt wäre, in Prozent oder in Promille-Bereich? Wollen Sie das vielleicht mal schätzen? Da fehlt natürlich ein bisschen die Grundlage. Wir haben große Unbekannte dabei. Ne? Wir könnten natürlich mit einer Milchmädchenrechnung kommen. Wir wissen grundsätzlich nicht, wo kommen die Gurken her. Man kann davon ausgehen, dass in den Handel keine Gurke kommt, die mit EHEC-Keimen verseucht ist. Also zumindest behaupten das die Experten und die Hersteller. Damit können wir mal ausgehen, dass es einige schwarze Schafe gibt. Das heißt, es kommt von einigen wenigen Herstellern, kommen diese verseuchten Gurken her. Jetzt wissen wir natürlich nicht von wo. Ne? Also entsprechend müssten wir jetzt ein statistisches Modell ausgehen, würde man sagen, ja okay, wie lokal, wie ist denn die Ausbreitung? Von der Verbreitung von den verseuchten Gurken, wie viele Gurken sind davon betroffen. Das kann man grundsätzlich, könnte man das schon schätzen auch. Man müsste die Zahlen machen, wie viele Gurken werden konsumiert, würde man schätzen, wie Wahrscheinlichkeit ist es wirklich, sich anzustecken, wenn man eine infizierte Gurke isst. Ja? Also es ist ja nicht so, dass diese Infektionskrankheiten so deterministisch sind. Das heißt ja nicht immer so, dass man sich gleich anstecken muss. Ja? Das ist auch ja bei HIV und so nicht so. Ja? Also das kann schon auch einmal sein, ja, dass man Glück hat und sich da mal nicht infiziert von jemandem Infizierten und so. Ja. Also das hängt also von einer ganzen Menge Faktoren ab, die man im Vorhinein schätzen müsste. Ja. Aber grundsätzlich könnte man dann mit so einem Modell ankommen. Man macht aber auf jeden Fall, das Problem ist dann immer bei diesen Sachen, sieht man es vom Individuum aus, vom Betroffenen, oder sieht man es eigentlich vom ökonomischen Gesichtspunkt aus? Führenden Industrieländern ist es nun eben so, wir sehen, haben das ja auch gesehen an dieser Liste der Krankheiten, die Infektionskrankheiten in den letzten Jahren sind sehr stark durch die Medien gegangen, hat aber gar nicht so viele Todesopfer gegeben, ja, einfach weil im Umgang ganz anders sensibilisiert ist. Ne? Es ist einfach, es wird einfach nicht als etwas angesehen, was sozusagen vertretbar ist, dass hier die Seuchen grassieren, also bekämpft man die ganz radikal. Ne? Ja. Beantwortet das so? Gut, also eine konkrete Zahl sozusagen können wir jetzt aus dem Hut nicht zaubern, aber man könnte es mathematisch problemlos modellieren, wenn man die Wahrscheinlichkeitsverteilung kennen würde. Ja, also ich könnte es jetzt mit einem X und einem Y oder so, ja, könnte man schon sagen, ja, nur was ist denn X und Y, das müssen wir schätzen vorher. Ja. Genau. Dazu fehlt mir die Grundlage.
Herr Christian, danke für den illustren Vortrag. Aber ich habe doch eine Frage. Also du hast es ja sehr schön gesagt. Also die Viren und Bakterien und Parasiten, die wollen sich ja eigentlich nur vermehren. Und wir wollen uns ja auch eigentlich nur vermehren. Also wo ist denn da das Böse? Ja. Das Böse ist eine Definition, sondern das Böse ist natürlich ein bisschen etwas, immer eine sehr subjektive Sichtweise. Die Sichtweise, die wir heute kennengelernt haben, war eine rein objektive. Die Sicht der Evolutionstheorie auf dem war einfach eine, wo Organismen miteinander in Konkurrenzbeziehung, in Symbiosebeziehung stehen und alles das, was funktioniert, das funktioniert. Es ist ein bisschen so wie der freie Markt. Ja? Wenn etwas funktioniert, dann verbreitet es sich. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es bald weg. Das ist Evolution. Jetzt kann das natürlich auch heißen, dass das zu Kosten eines anderen ist. Ne? Und das ist ja immer das, was passiert bei Infektionskrankheiten. Und das nehmen wir als böse wahr, wenn es zu unserem Nachteil passiert. Ne? Die Australier sehen natürlich das Killer-Virus, das sie da diesen Kaninchen da injiziert haben, nicht als etwas Böses an, ja? Sondern als eine legitime Waffe, ihren Lebensraum zu verbreiten. Das heißt, was gut oder böse ist, hängt wie alles von der subjektiven Sichtweise ein bisschen ab. Aber wenn wir da schon beim Bösen sind und über Krankheiten sprechen, dann müssten wir eigentlich auch über die Pharmaindustrie sprechen. Das bietet sich ja an. Kann man sagen, dass die Pharmaindustrie auch so ein bisschen nach dem Modell des deutschen Handwerkers vorgeht, was ewig hält, bringt kein Geld? Ja, natürlich, was ewig hält, bringt kein Geld. Ja. Das ist natürlich irgendwo schon legitim auch. Es stellt sich immer die Frage, es ist legitim von jedem Unternehmen, denke ich, dass es sagt, es mag einen Gewinn machen, Arbeit muss sich, Fleiß muss sich auszahlen, das ist schon klar. Es ist ein Unternehmen, das heißt, es muss für die Produkte einen Markt geben. Jetzt haben wir die Schwierigkeit, bei gewissen Krankheiten gibt es einfach keinen Markt. Na? So was wie ein Pestimpfstoff in Deutschland. Na? In der Regel haben wir hier keine Pest. Und auch wenn man immunisieren kann, muss man sehr häufig auffrischen, weil wir das Immunsystem nicht gut trainieren können. Also die Zellen, die dafür verantwortlich sind, die haben so ein bisschen Alzheimer, die vergessen das ganz schnell wieder, was sie da angehen müssen. Die erinnern sich nicht so gut, wie das also beispielsweise da bei den dass ich es rausbringe bei Polio oder Masern oder Mumps der Fall ist. Das heißt, das ist ein Produkt, das sich nie, beispielsweise auch nie verbreiten würde. Denn also, wer geht denn alle 4 bis 6 Wochen zur Pestauffrischung, Impfung, wenn es die Pest eh nicht gibt? Das ist ja also Schwachsinn. Da hat man ja mehr Risiken zu bergen, ja, als man gewinnt. Ne? Also da gibt es einfach keinen Markt. Ne? Und ähnlich war das eben bei Ebola. Man hat einen Virus, wo man denkt, na gut, also der ist, die Investitionskosten sind hoch. Das Problem ist nicht da. Ne? Also es gibt keinen Markt. Damit entwickelt man auch nichts. Ne? Sobald der Markt da war, hat man etwas entwickelt. Und da muss man natürlich ein bisschen auch staatlich unter die Arme greifen. Ich bin immer so der Meinung, es ist vielleicht doch besser, man überlässt die Arzneistoffe da Privatwirtschaft. Denken wir nur an die Raumfahrtindustrie, denken wir nur, was SpaceX alles vollbracht hat, ja, und was die NASA in den letzten Jahren in der Raumfahrt vollbracht hat. Ja. Also da ist vielleicht der freie Markt gar nicht so schlecht und da hätten wir nur eine staatlich kontrollierte Pharmaindustrie, dann hätten wir vielleicht also nicht einmal gegen die Grippe einen Impfstoff. Ja? Wer weiß, wie gut das funktionieren würde, da die Planwirtschaft. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also das Gute ist wie immer untrennbar mit dem Bösen verbunden. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
erstmal den Kollegen hier vorn. Ja, vielen Dank auch von mir für den Vortrag, Christian. Ich habe mal eine Frage, und zwar in Bezug auf die Bekämpfung von Malaria. Was würdest du denn aus mathematischer Sicht der Gates-Stiftung empfehlen, eher den Malaria-Erreger zu bekämpfen oder einen Wirkstoff da zu entwickeln oder gegen die Mücke? Das wäre ja die zweite Möglichkeit. Das ist ganz klar die erste Möglichkeit. Ich bin gegen den Erreger. Aus pragmatischem Grund, weil das meine Forschung ist und ich auch einmal ein Geld dafür haben will. Ja, vielleicht auch von der Gates Foundation. Das ist böse. Das ist das Böse. Die Mücke zu bekämpfen macht auch schon Sinn. Ja? Also es macht durchaus, man hat also sehr große Erfolge durch insektizidbehandelte Bettnetze in Afrika erzielt. Nun werden diese Bettnetze halt auch missbraucht. Na, die gibt es gratis. Ja? Alles, was gratis ist, wird ja nicht wertgeschätzt. Die werden dann also missbraucht als Fischernetze, als Brautschleier. Ja? Eigentlich in diesen afrikanischen Ländern, man mag gar nicht so gerne unter so einem Bettnetz schlafen. Ja? Also auch den Afrikanern ist heiß in Afrika. Ja? Und unter so einem Netz hat man nicht einmal eine Luftbrise mehr. Ja? Also es wird nur noch heißer und unangenehmer. Also die Afrikaner sagen mir immer, sie schlafen eigentlich gar nicht so gerne unter diesen Dingen. Ja? Aber dennoch hat es sehr, sehr viel gebracht. Bei der Mückenbekämpfung bin ich ein bisschen skeptisch. Es hat in gewissen Ländern, wie in Nordamerika, sehr gut geklappt. Man hat also tatsächlich die Malaria ausrotten können. Ne? Es hat so richtige Propaganda-Videos gegeben, ja, von Walt Disney. Kann man sich auf YouTube anschauen. Da hätten die sieben Zwerge da von Schneewittchen da mit der Malaria-Bekämpfung. Dort hat man wirklich mit gezielten DDT-Einsatz, also mit massiven ökologischen Eingriffen auch, den Vektor irgendwie so weit dezimieren können, dass man die Ausbreitung ausgelöscht hat. Aber gleichzeitig hat man auch noch medikamentöse Behandlung gebraucht. Das war eigentlich ein Ding zusammen. Ne? In Nordamerika war das einfach. Ja? Da hat die Mücke das kaum übertragen können und es hat gar nicht so viele Mücken gegeben. In tropischen, subtropischen Regionen schaut das schon anders aus. Da ist es einfach ganz, ganz schwierig, die Mücke über lange Zeiträume zu kontrollieren. Das heißt, wenn man nur auf den Vektor geht und nicht auf die Medikamente, dann passiert das irgendwann, die Mücke ist mal weg und dann kommt sie wieder. Ja, mit der Malaria, man hat keine Medikamente. Halte ich also für ganz gefährlich. Es muss irgendwo beides sein. Aber ich bin eher, würde ich empfehlen, auf den Erreger zu gehen, weil wir das ja auch für die Behandlung von Infektionen brauchen. Die Leute wollen ja auch irgendwo genesen. So, ich habe eine Frage bezüglich, also ich esse ja gern Lebensmittel und ja, das ist ja auch empfehlenswert. Ja, das ist ja, und das Problem zum Beispiel bei Fleisch, zum Beispiel Hühnerfleisch oder Schweinefleisch, ist ja, dass die sehr viele Medikamente bekommen. Ja. Zum Beispiel auch Medikamente, die nur dafür eingesetzt werden, für Notfälle oder für, wenn nichts anderes hilft. Das Problem oder das Risiko, was ich vermute, ist, dass wenn ich das Fleisch jetzt esse, ich ja auch diese Antibiotika damit aufnehme. Ist das ein Risiko oder das ist kein Risiko? Denn natürlich würde ja auch der Staat das ja dann vorher regulieren oder die EU. Die Experten behaupten immer nein. Aber das tun sie doch immer. Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es durchaus positiv, wenn wir durch den Antibiotika-Einsatz in der Lebensmittelindustrie gewährleisten, dass die Ware, die so in der Supermarktkasse kaufen, nicht verseucht ist. Ne? Das heißt, es ist grundsätzlich etwas Gutes. Ne? Ohne den Antibiotika hätte das Fleisch viel, viel mehr Keime drinnen und das könnten dann auch unangenehme Keime sein. Also so mal auf ein pestverseuchtes Fleisch dann zu beißen, wäre dann also weniger angenehm. Die Frage ist dann immer, also da halte ich es mit Paracelsus, es kommt auf die Dosis an, wie viel ist gut, wie viel ist schlecht. Ja? Gerade bei Schweinefleisch ist es natürlich irgendwie sehr problematisch, weil uns Schweine genetisch so ähnlich sind. Das heißt, die ticken ähnlich wie wir. Entsprechend
können natürlich mögliche Resistenzen oder so doch auch einmal überschwappen. Das ist zu früh gesagt. Mit der Lebensmittelindustrie ist halt generell ein Problem. Ja. Wir haben ja den Einsatz von Pestiziden im Gemüse und im Obst. Ja. Wir haben schwermetallbelastetes Obst und Gemüse. Wir haben die Antibiotika und Schwermetalle im Fisch. Ja. Wir haben Antibiotika im Fleisch. Und. Es läuft schon ein bisschen nach dem Motto, na, es muss möglichst billig sein. Ja. Wir können das ja auch, der Kunde, der Konsument kann das ja schlecht feststellen. Damit ist also das Gesetz von Angebot und Nachfrage ein Stück weit ausgenockt, weil wir eine extreme Informationsasymmetrie haben. Der Kunde weiß ja nicht, was er kauft. Ja, auch diese Beschreibungen auf den Packungen sind ja oft nicht ausreichend. Und damit ist es sowieso irgendwo ein recht unappetitlicher Markt, die gesamte Lebensmittelindustrie. Aber ich würde sagen, also mit Maß und Ziel ist der Antibiotika-Einsatz in der Tierzucht also durchaus gerechtfertigt. Gut, wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte am besten den Verzehr von Lebensmitteln meiden. Ja, das wäre erledigt sich das Problem auch von selber. Ja. Okay, vorhin war ja schon mal die Frage gestellt, ob die Viren, die Bakterien lernen. Als Individuum natürlich nicht, aber als Population. Ja. Also die Evolution ist ja der einfachste Lernmechanismus, aber ist total erfolgreich. Sodass die Frage ist, meine Frage ist, es gibt eine, sag ich mal, Intelligenzdifferenz zwischen uns und den Viren und den Bakterien. Aber was ist Ihre Prognose? Wer wird übrig bleiben? Also wer wird den Kampf gewinnen? Ja, also das mathematisch. Also ich sehe das ganz pragmatisch, ich sehe das auch ganz nüchtern. Also, mir kann es mal egal sein, weil ich erlebe es nicht mehr. Vielleicht. Wer weiß. Irgendwann sagen uns die physikalischen Modelle, ist sowieso Schluss mit unserem Planeten. Ja? Also dann ist Sense. Und ob es uns gelingt, bis dahin ein anderes Habitat oder unsere Nachkommen zu erobern, ja, das steht also irgendwo in der Ferne. Na? Weil wenn es auf der Erde unangenehm wird, dann wird es auf den anderen Planeten noch unangenehmer bei uns im Universum, bei uns im Sonnensystem. Ja? Und ob wirklich also, das schaffen, so weit Weltraum zu fliegen, dass wir wirklich einen lebensfähigen Planeten entdecken, das steht in den Sternen. Also irgendwann ist aus. Aber es ist nicht schlagartig aus, sondern es wird langsam aus sein. Und davon ist schon auszugehen, dass einmal der Mensch die Bakterien und die Viren nicht überlebt, ja? So wie wir das ja auch bei den Dinosauriern, die Riesenechsen, die Herren der Welt erlebt haben. Die waren ja letztendlich, sind die ja auch ausgestorben, während Viren und Bakterien weiterhin überlebt haben. Ja, auch Kakerlaken haben weiterhin überlebt. Die haben auch die Dinosaurier überlebt. Also die sind überhaupt ganz gut adaptierte, hartnäckige Ungeziefer. Also die werden uns, meine Prognose ist, die Kakerlaken werden die Menschheit auf jeden Fall überleben und mit denen Bakterien und Viren. Hallo, ich habe noch einen Gedanken zu dem Thema Lebensmittel, was gerade dran war. Und zwar geht es um die Sache der Preis und soll alles möglichst billig sein. Ich glaube nämlich, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten sehr wohl einen ziemlichen Einfluss darauf haben, inwieweit es ein Risiko ist, Fleisch zu essen in Bezug auf Keime und auch Antibiotika-Rückstände. Bei Bio-Lebensmitteln ist es ja zum Beispiel so, dass Antibiotika nicht vorsorglich gegeben werden dürfen. Bei der konventionellen Tierhaltung werden die ja vorsorglich gegeben und sind auch meistens echt nötig durch die Haltungsbedingungen. Weil ja. Durch die Haltungsbedingungen werden die Tiere sonst einfach krank. Ja? Ein großer Unterschied. Deswegen ja. Glaube ich, wir haben einen Einfluss, wenn wir doch immer wieder mal wenigstens Bio kaufen und dadurch diese Art von Tierhaltung fördern, die eben mit weniger Antibiotika auskommt, dann haben wir erstens deutlich weniger Antibiotika-Rückstände im Fleisch,
weil die Tiere werden ja wirklich nur dann behandelt, wenn sie auch krank sind. Ne? Und wir hatten ja im Vortrag schon das Thema, die Antibiotika fördern indirekt die Entstehung von Resistenzen, weil sie sozusagen die Konkurrenz ausschalten. Die Keime, die, ich sag mal, resistent mutiert sind, würden normalerweise ohne Antibiotika ja nicht zwangsläufig gewinnen, mhm, ne, im Kampf ums Überleben. Wenn aber Antibiotika da sind, dann wird sozusagen die Konkurrenz, die noch nicht resistent ist, ausgeschalten. So habe ich das verstanden. Ne? Vielleicht zum letzten Punkt. Resistenz, das hängen immer Schnüre dran. Ja? Also das heißt, die Resistenz wird bezahlt damit, dass diese Bakterien sich grundsätzlich schlechter vermehren können, in der Regel. Ja? Also das ist irgendein Defizit und das macht sie eben. Ja? Also die kriegen irgendwie, wenn Sie sich so vorstellen, die kriegen ein dickeres Fell, eine dickere Zellmembran, und da macht dann das Antibiotikum, der Stoff, nicht so viel, der schadet nicht so. Aber das heißt, dieses dickere Fell, ja, das ist so, als hätten sie plötzlich ja da große Hörner am Kopf, ja? Die schaden ihnen auch irgendwo. Ja? Dann sind sie langsamer und. Das heißt, sobald der Selektionsdruck, sobald die Antibiotika nicht mehr eingesetzt werden, sind die im Nachteil und es geht wieder in die andere Richtung. Ja? Also zum evolutionären Prozess. Das nächste zum Thema Lebensmittel. Das ist natürlich ein großes Fass, was Sie hier aufmachen. Ich sehe das immer aus der Sichtweise eines Mathematikers. Das heißt, ich sehe in dem allem meiner Profession geschuldet immer gleich ein dynamisches System. Ich versuche, das bin ich so meiner Gilde und meiner Profession schuldig, immer die Dinge möglichst objektiv zu sehen. Bei den Bio-Lebensmitteln, die Sie angesprochen haben, muss man, wenn ich das jetzt, Ihr Argument, in einen zeitdynamischen Kontext setze, ja, und Sie haben ja völlig recht, ja, es werden vorsätzlich weniger Antibiotika gegeben, ja, das ist also grundsätzlich einmal ein Vorteil, aber jetzt setzen wir das Ganze in einen zeitdynamischen Kontext. Nehmen wir an, das verbreitet sich. Es verbreitet sich Bio-Wirtschaft überall. Das heißt, es gehen irgendwann sind wir so weit, dass keiner mehr Antibiotika einsetzt oder vorsorglich. Was passiert dann? Seuchen können sich viel schneller verbreiten, ja, unterhalb der Lebensmittelhersteller. Das heißt, sie werden in Nahrungsmittelengpässe kommen. Ja? Das heißt, die Bio-Lebensmittel, die profitieren davon, dass andere Hersteller Antibiotika einsetzen. Genauso wie wenn sie Agrarwirtschaft betreiben ohne Pestizideinsatz. Ja, das ist natürlich schön, wenn Sie so etwas kaufen, Sie haben keine Pestizide, ja, wissen Sie, Sie sind weniger belastet, aber natürlich profitieren die Bauern davon, dass alle ihre Nachbarn in der Umgebung sehr wohl spritzen, weil die halten ihnen die Schädlinge fern. Na? Wenn die alle nicht mehr spritzen würden, könnten sich die Schädlinge ganz anders auch verbreiten. Das ist ein zeitdynamisches Modell, das ist also, wird dann auch wieder so ein Auf und Ab sein, wie wir das in dieser Anfangsdynamik gesehen haben. Und das ist letztendlich also so meine mathematische Sichtweise drauf. Ja, dass das sehr gefährlich auch ist. Ja. Wie gesagt, das Gute ist immer mit dem Bösen verbunden. Ja. Ja. Ich hätte eine Frage bezüglich dieser mathematischen Modelle. Sie hatten ja verschiedene Szenarien angesprochen, wie sich so eine Erregerwirtspopulation entwickeln kann, unter anderem halt oszillatorisch und so weiter. Ist es möglich oder können Sie sich sowas vorstellen für reale Erreger, dass es im Prinzip Umstände gibt, in denen das dynamische System sich so verhält, dass diese Fixpunkte auf dem Rand liegen, also dass es zum Aussterben kommt? Ach ja. Kann man das so weit verschieben? Ja, das geht. Und das Zweite ist, was sagen Sie zu neuen Methoden? Oder ist es eine Möglichkeit, dieses Gene Drive, was ja auch zur Bekämpfung von Malaria verwendet werden soll, ist das eine solche Methode? Ja, zwei Dinge. Ja, Sie sprechen uns letztendlich, diese Dynamiken, die ich Ihnen anfangs gezeigt habe, waren alle das gleiche Modell mit anderen Parametern. Ja, die Schwierigkeit ist, wie verschiebt man die Parameter in der realen Welt? Das kann einfach sein, das kann aber auch unmöglich sein.
Ne? Es kann auch so sein, dass wir mit dem Modell, das nur ein theoretisch ist, dass es überhaupt fern der Realität entstanden ist, sprich die Parameter, die wir im Modell reinstecken müssen, weil wir die Biologie einfach modellieren, die können wir gar nicht schätzen. Ne? Das kann auch passieren. Ne? Damit ist so etwas für die Anwendung wertlos, dann dient es rein dem Verständnis des Mechanismus. Ne? Das wird uns nicht zeigen, wie wir was ändern können. So eine Änderung der Parameter betreibt man genau mit dem Gene Drive in der Malaria. Und zwar versucht man hier den Erreger, den Wirt auszuschalten. Ich darf kurz erklären, was das ist. Also wir wissen, die weibliche Anopheles ist also dafür verantwortlich. Und was man jetzt tut, ist, ja, wieso saugt eine Mücke überhaupt Blut? Ja? Also die Männchen, die stechen ja nicht, die sind ja harmlos. Ja? Das sind ja nur die Weibchen, die beißen. Die brauchen das Eiweiß aus dem Blut, damit sie die Eier produzieren können, die sie legen. Und deshalb beißen die. Jetzt versucht man, genetisch manipulierte Mücken auszusetzen, die sterile Nachkommen produzieren. Na? Also man macht so eine Art Sterilisation mit denen. Die können sich noch, die paaren sich noch mit den männlichen Moskitos, aber es schlüpft nichts mehr aus den Eiern. Na? Also praktisch, die Moskitos schießen nur noch mit Platzpatronen. Ja? Die Idee ist, dass dadurch die Moskitopopulation stark ausstirbt. Ja? Erstes Problem, was auftaucht, ist, wie ändert das das Ökosystem? Ist das gerechtfertigt? Wir wissen das nicht. Da kann das Chaos losbrechen. Ja? Das weiß man leider nie bei diesen Sachen. Das nächste Problem ist, nehmen wir mal an, das funktioniert. Ja? Das heißt, wir müssen ganz viele Mücken immer wieder aussetzen, ja? Über längere Zeiträume. Die Kinder sind immer tot. Das heißt, diese Mücken sterben nach wenigen Generationen sind diese Mücken auch nicht mehr da. Also wir müssen sie immer weiter aussetzen. Und das über viele Generationen. Aber was wird passieren? Es wird eine andere Mückenart kommen. Die kann Malaria dann auch übertragen. Und die breitet sich mehr aus. Dann ist die eine Mücke nutzlos. Also da haben wir eine, die ist steril gemacht. Dann stecken wir jede Menge Ressourcen rein, um die zu bekämpfen. Aber die andere Mücke hat in Wirklichkeit die schon vom Platz geschossen. Ja, und jetzt könnten wir natürlich das Spiel wiederholen, ja? Aber es wird dann auch so eine Endlosspirale. Das heißt, es kann schon klappen in gewissen Gegenden, es kann schon auch die Ansteckung dezimieren. Die Hoffnung ist ja so, dass man die Ansteckung so weit runterbringt, dass man den Erreger ausschaltet. Ja? Das kann schon klappen. Sagen wir mal so, dort, wo es sehr viele Mücken gibt, wird es sehr, sehr schwierig. Dort, wo es weniger Mücken gibt, kann man durchaus Erfolge mit sowas erzielen. Ja, da bin ich überzeugt. Weitere Fragen? Darf ich noch was fragen aus meiner Ansicht? Also es gibt ja, in jedem Land ist es ja so, dass Menschen unterschiedlich viel für Lebensmittel ausgeben. Meiner subjektiven Wahrnehmung ist es so, dass man in Deutschland besonders billig Lebensmittel kaufen möchte. In anderen Ländern ist es vielleicht so, dass man vielleicht mehr Geld für Lebensmittel ausgibt. Kann ich davon ausgehen, dass die Lebensmittelqualität, wenn ich mehr zahle, in den anderen Ländern besser ist? Oder ist der Interesse des Gewinnanteils da vorhanden? Oder gibt es noch die anderen Faktoren, wie zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt in der Schweiz ist, da zahlt man ja sehr viel, dass es dann noch Sachen wie Vertrieb, Positionen und so weiter, rechtliche Regulationen? Ja, das ist eine subjektive Sicht. Also ich muss zugeben, also davon, ich kenne keine Zahlen. Damit habe ich auch selber nur eine subjektive Sichtweise. Meine subjektive Sicht ist auch, dass man in Deutschland da ganz gerne einmal günstig Lebensmittel kauft. Also zumindest sind sie hier günstiger als in Österreich. Wenn ich mir die Qualität anschaue,
ist Österreich immer sehr stolz auf heimische Produkte. Aber mir kommt vor, also es schmeckt dann doch in Deutschland besser und hält sich irgendwie besser. Na, wenn ich in Österreich auf den Supermarkt gehe, ja, da zahle ich 30% mehr und das Gemüse schaut aus wie frisch vom Komposthaufen. Ja? Das ist meine subjektive Wahrnehmung, aber gut, also Sie haben jetzt also ein Stück von meinem goldenen Wiener Herz kennengelernt. Es ist natürlich wieder eine ähnliche Dynamik in der Lebensmittelindustrie. Ja? Denken Sie jetzt nur an die Zuckersteuer, in Großbritannien gibt es die. Ja? Das wird auch so etwas sein, was nach hinten losgeht. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Was man macht, ist, das Rational dahinter ist, man besteuert Zucker, damit werden die Lebensmittel teurer und damit sinkt die Nachfrage. Ja, also soweit ist es ja in Ordnung. Aber jetzt bricht ja auch der Umsatz von den Herstellern ein. Also müssen sie das irgendwo kompensieren, wenn sie nicht zusperren wollen. Und das können sie so machen, indem sie günstiger produzieren. Ja? Und damit letztendlich diese Steuer kompensieren. Das kann man also beispielsweise machen, wenn man also den teuren Zucker, den wir haben, durch billigen Fructose-Sirup ersetzt. Da darf man jetzt in der EU sogar in unbegrenzten Mengen in die Produkte geben. Ja? Dann werden wir eine richtige Adipositas-Welle sehen, die über Europa schwappt, ja? Ähnlich wie der schwarze Tod, den wir ja heute schon hatten. Ja, in den USA hatten wir das auch sehr stark, da haben wir es gesehen. Ja. Seit den 90er Jahren ist das so passiert, dann Zucker durch Fructose, Saccharose durch Fructose sukzessive ersetzt. Der ist viel billiger. Ne? Saccharose herzustellen dauert Wochen. Ja? Fructose-Sirup, da braucht man ein bisschen Malzstärke, ein paar Enzyme und dann rühren wir um und es ist fertig. Ja? Viel günstiger, ist auch viel ungesünder. Ja, also das ist alles ein Problem in der Lebensmittelherstellung. Der Preis ist sicherlich nur ein Indikator. Ne? Stell dir vor, du hast unglaublich ineffiziente Vertriebsstrukturen zum Beispiel, die zahlst du dann einfach mit. Na, man könnte auch sagen, Deutschland hat vielleicht auch ein recht effizientes Handelssystem, ne? Skaleneffekte und so weiter. Also zum einen glaube ich, dass die Hersteller sowieso versuchen, so billig wie möglich zu produzieren. Also ich weiß nicht, ob die so einen teureren Zucker nehmen würden, aber das ist ja erstmal, ne, kann man schwierig sagen. Ich wollte eigentlich fragen, ob es irgendwie einen Faktor gibt oder irgendeinen Rechenwert. Es macht ja einen Unterschied zum Beispiel, ob eine Krankheit in einer Region ausbricht, wo die Menschen hauptsächlich zu Fuß unterwegs sind und relativ wenig reisen, oder ob es zum Beispiel in einer Großstadt ist, wo ganz viele mit dem Flugzeug hinfliegen, wegfliegen, wo also quasi das räumlich alles viel stärker vernetzt ist. Gibt es da irgendeinen mathematischen Faktor? Und wenn ja, worauf könnte der beruhen? Was nimmt man da als Grundlage her? Da gibt's, das ist ein mehrdimensionales Problem. Ja. Also zunächst einmal zur ersten Bemerkung. Also ich mag natürlich jetzt nicht die Lebensmittelindustrie anteufeln oder irgendwas Böses unterstellen. Ja. Also das ist meine wirtschaftliche Prognose, was passieren wird. Völlig subjektiv. Das nächste ist die Modellart. Das kommt sehr auf die Krankheit an. Es gibt für jede Krankheit braucht man eigentlich, jeder Organismus ist da anders oder jeder Nicht-Organismus. Wenn wir gehen zu Viren, ja, oder zu Prionen, das sind überhaupt ganz andere Krankheitserreger. Ja, das sind eigentlich so Moleküle nur. Ja, wenn Sie sich erinnern da an das an das BSE in Großbritannien, ja, dort isst man ja das Steak am besten nicht well done, sondern total verbrannt. Und das kommt immer sehr auf die Übertragungsart an. Also beispielsweise Malaria überträgt sich in Großstädten weniger als am Land. Ja, also so ganz schlimm ist um den Viktoriasee in Kenia, ja, da haben die Mücken einfach jede Menge Brutplätze. Ja, und sie haben üblicherweise einfache Häuser, da können die Mücken leicht einmal reinschlüpfen. In der Stadt haben sie dann vielleicht schon eine Klimaanlage und so, da kommen sie nicht so
leicht rein, haben sie nicht die Brutstätten. Das heißt, dort breitet sich das auch nicht so aus. Anders schaut es aus bei direkt übertragbaren Krankheiten, wie der Grippe, ja, wo völlig klar ist, ja, die Grippe, einmal hatte ich die richtige Grippe, ja, wo habe ich mir die geholt? Am Heathrow-Flughafen. Ja, also dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Das ist ganz klar. Das heißt, für jede Art der Krankheitsübertragung brauchen Sie ein eigenes Modell. Und dann kann man das letztendlich diese Faktoren bestimmen. Das nimmt man als Modellparameter an und wenn man sich geschickt anstellt, kann man die auch messen aus irgendwelchen genetischen Daten, aus epidemiologischen Daten. Na? Und da kann man aber, also es gibt keinen Stein der Weisen und man kann da die Krankheiten halt leider nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Beantwortet das die Frage oder? Soweit ja? Okay. Gut, ich sehe auch schon, die Reihen lichten sich auch schon ein bisschen. Das bald nahende Champions League Halbfinale fordert offenbar schon seinen Tribut. Ich würde sagen, wenn. Ja, wir sind soweit. Dann bleiben mir noch zwei Hinweise. Sparen Sie sich den teuren Fasan, kaufen Sie lieber die preiswertere Hähnchenbrust. Es ist der gleiche Wirkstoff drin, kann ich Ihnen versichern. Und der zweite, wesentlich wichtigere Hinweis, kommen Sie nächste Woche wieder zur Ringvorlesung, wenn Sie mögen. Da spricht unser geschätzter Kollege Professor Dr. Röbe Winschiers zum Thema egoistische Gene, böse Technik oder was. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.